Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Feed the Beast Unleashed, immer noch mit dem lieben Sunfact. Yay! Der gerade Mohrrüben isst. Ja, ich hatte gerade Hunger. Ja, sehr schön. Und wir befinden uns gerade, einem großen Krater der Vernichtung. Nicht, weil wir das jetzt mit irgendwelchen Atomexperimenten so hingebiegt hätten, nein, sondern der Quarry, der Steinbruch ist fertig. Ja. Und hat jetzt ein Feld von wie viel? Von 64 mal 64. Buh. Ausgehoben. Und an einigen Stellen, das seht ihr gerade, ist es wie, als wenn ich blind wäre. Man sieht nichts. Hier hängen noch ein paar Bären in der Luft. Bären? Ja. Oh, ich muss immer auf dem Radar gucken, wo du bist. Oh, ein Skelett. Oh, das war ein Skelett. Mit rechts kannst du die Bären abernten. Hä? Wenn rechts, also jetzt habe ich schon abgeerntet. Was waren das für Bären? Das sind Eisenbären. Ja, wir brauchen ja jetzt ganz viel Eisen, nicht? Wir haben einen Eisenmangel. Ganz toll. Eisenmangel. Naja, bevor wir uns hier noch weiter zu Tode lägen, halt großer Krater. Was hast du damit vor? Dann weg, erklär's mal. Dieser Krater war eigentlich für den Abbau von Ressourcen. Mhm. Und vielleicht werde ich da noch irgendwas reinbauen. Ich bin mir aber noch nicht sicher und schlüssig, was ich da reinbauen werde. Mhm. Hat es bei dir gerade gebellt im Hintergrund? Ja, es bellt bei mir im Hintergrund. Schön. Es ist mal wieder der... Kleine Fußsuppe. Die kleine Fußsuppe, genau. So, und hier haben wir auch schon das Produkt des Ganzen, nämlich Kisten über Kisten. Kisten über Kisten, die habe ich schon mal vorsortiert. Mit dem Zeug. Was da schauen wir doch mal rein. Alles gefunden hat. Genau. Ja. Da haben wir hier ganz viel Redstone. Ja, Lapis. Unternehmen. Kohle. Force Clan. So. Und Uranerz habe ich mir schon rausgemopst aus der Kiste, muss ich dazu sagen. Wie schon wieder? Liegt noch was drin? Ah, hier. Uran. Ja, wir haben erstaunlich viel Uran. Ich konnte auch ein neues Solarpanel machen. Eins von den ganz großen, die wir euch dann gleich noch zeigen. Ja, Bienen. Und eine Mine hatte auch noch mit angegriffen. Genau. Die Mine, die ist jetzt weg. Da war nie eine Mine. Was für eine Mine. So, und das hier sind dann die traurigen Überbleibselkisten mit dem anderen Schrott. Also ich brauche gar nicht in alles reingucken. Das ist alles Pflasterstein hier, die Diamanttruhen. Also nee, wir haben definitiv eine Überproduktion an Cobblestone. Eine leichte. Aber nur eine leichte. Ganz, ganz leichte. Hm, du hast schon wieder eine vergessene Kiste zuzumachen hier. Ja, ich hab nicht vergessen, hier Kisten zuzumachen. Ich hab gar nichts gemacht, so unfair. Und ich bin auch noch krank und du ärgerst mich die ganze Zeit. Nein, aua. Ja, ich bin etwas angeschlagen. Die Arbeit hier auf dem Feld ist so anstrengend. Ach nee, gehen wir mal ins Haus. Nee, Quatsch, nicht ins Haus. Wir gehen zum Recycler, genau. Aber erstmal, Horst lebt noch. Hier könnt ihr ihn gleich sehen. Da, seine Schwanzspitze kann man sehen. Also die Lags sind immer noch so scheiße, aber nicht mehr ganz so scheiße. Nicht mehr ganz so scheiße, okay. Nee, es ist schon etwas netter. Aber immer noch schlimm. Netter. Wir haben nämlich gerade schon mal probiert, den Part aufzunehmen, aber ich hatte so eine schlimme Ruckler drin, dass es nicht ging. So, was ist denn hier passiert? Ja, wofür haben wir einen Recycler? Ja, also ich habe noch zwei Recycler rangesetzt. Ihr merkt vielleicht schon wieso. Denn in jeder dieser Kiste hier ist komplett Pflasterstein drin. Oh. Ja, ganz toll ist das. In einigen ist... in einigen ist sogar noch ein bisschen Erde mit drin. Die Erde Deluxe. Du sollst den Blockbreaker auslassen. Ei. Oh, ich glaube, der Sunfact übertreibt es jetzt richtig. Okay. So. Mach vorher bitte den Blockbreaker aus. Nee, da muss ich dich ja loslassen für. Ja. Ja. So, ich habe den Sunfact jetzt geschnappt mit der Gravity Gun. Und jetzt schießt du mich wieder weg. Ja, jetzt fliegen wir mal ein wenig. Wir fliegen ein wenig, okay? Wir fliegen mal ein wenig zu dem Wegpunkt, den ihr schon im Bild seht. Der heißt Figuren bei mir. Und damit du dich mal ein bisschen benimmst, setze ich dich hier mit hin. Wo bist denn du?
Ich flieg hier hinten noch. Wieso? Weil ich gerade die Gleiterfunktion aktiviert habe. So, ich probiere jetzt eine Punktlandung zu machen. Jawohl. So, wo bist du? Kannst mich mal bitte loslassen? Das ist hier gerade kein schönes Anbild. Ja, das ist nicht mein Problem. Dann musst du aufhören mit der Gleiterfunktion. So. Ja, danke. Ja, und was sehen wir denn hier? Die Statuen sind fertig. Yay. Oh. Die Statuen sind fertig. Nämlich Batman, Superman und Spider-Man. Ja, habe ich heute fertig gebaut. Ja, und hier. Die 3D-Locke, genau. Kleine Details. Und Super Sun-Fan. Super Sun-Fan, ja, nee. Da müsste uns ja allen was fehlen. Nein. Was? Ich habe nichts gesagt. Hier sieht man, als Special-Effekt sozusagen die 3D-Locke von Superman. Die steht tatsächlich ein bisschen raus. Oh, ist eine Augenbraue. Und Batman und Superman haben natürlich auch ihr Cape, ihr wehendes Cape. Naja, wehend. Ist ja auch egal. Was hast du das Ganze denn gebaut? Aus Wolle. Aus gefärbte Wolle. Ja, alles Wolle. Also wenn da jetzt der Blitz einschlägt, dann brennt uns das unterm Hintern weg. Okay. Und schon regnet. Das war ein Timing. Was war das denn? Das war Timing. Ey, wie jetzt ohne Scheiß, wie geil war das denn jetzt? Das ist doch mal geil. So, Gewitter? Jetzt müsste nur noch echt so ein Blitz kommen. Nein, wir wollen kein Gewitter. Nee, das geht nicht. Aus. Nein. Ah, weg mit dem Regen. Außerdem laggt's dann. Das ist auch für die Aufnahme nicht sehr förderlich. So, ja. Dann gehen wir, genau, wir müssen wieder zurück zu das dritte Solarpanel zeigen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich fliege, weil ich hier nicht sehe, sondern nur Nebel, wegen Optifine. Sehe ich hier nur Nebel und weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, hier. Ja, hier seht ihr im Grunde das dritte Solarpanel. Das ist jetzt hier mit bei den Geräten um den MFSU und dem Wasserkraftwerk hier befestigt, wo auch der Induktionsofen und der Macerator und der Kompressor und alles dran ist. Einfach damit das Solarpanel hier noch ein bisschen Unterstützung gibt, weil das Wasserkraftwerk schafft das alleine alles nicht. Ja, wieder das Ultimate Hybrid Solarpanel, was einen ganzen Stack Uran tatsächlich kostet. Deswegen sind wir hier auch so ein bisschen, naja, Uran, geil. Was machst denn du da? Hast du jetzt die Diamantkiste abgebaut, in der Cobblestone drinne war? Ja. Und was setzt du da jetzt hin? Eine Kiste. Was ist da drin? Und was habe ich jetzt für eine Kiste? Da ist Cobblestone drin. Ah ja, weil mir ist eine Kiste zugeflogen, die du da abgebaut hast mit deiner Force Wrench. Achso. Ja, nein, auf jeden Fall. Und wir hatten auch kurzzeitig mal die Canning-Maschine, also den Abfüller oder wie das Ding heißt, gebaut. Kann ich ja mal kurz zeigen. Wie hieß das Ding? Abfüllmaschine. Ja, genau, Abfüllmaschine. Die hatte ich kurz mal gebaut. Sehr einfaches Rezept mit elektrischem Schaltkreis, Zinnbarren und einem Maschinenblock. Die schließt man an den LV. Transformator an und dann füllt die praktisch das Essen, wenn man da zum Beispiel Möhren reingibt, füllt die in Konservendosen ab. Aber das ist dann doch etwas kontraproduktiv gewesen, wie wir feststellen durften. Ja, Sunfact ist übrigens nochmal gestorben offscreen. Hier bei den ganz, ganz tollen Monstern. Ja, mal wieder. Ja, Mensch. Lass und das Glas heile. Ja, ja. Bloß nicht mehr das Glas ab und das Horst. Hey Horst. Ja. Und hallo, unser letzter Weg erst einmal führt uns in unsere Bahnhofsstation, denn dort hat sich einiges erst einmal getan. Ja. Es ist noch nicht fertig, aber es ist zumindest mal etwas passiert. Und zwar habe ich die ersten Schienen schon gelegt, immer mit vier dazwischen frei, weil der Liebe Sunfact meinte, da packen wir die Goldschienen hin und dann geht's ab wie Schmitzkatze. Die Buße. Hinter dir ist ein Zombie. Oh. Und du rennst weg wie so ein kleines Mädchen. Und ich treffe ihn nicht. So. Heck.
Juhu! Und hier sind Gemälde, unsere Gemäldegalerie, während wir hier lang fahren dann. Ihr müsst euch vorstellen, wir fahren jetzt auf Schienen. Und hier geht's jetzt in einen anderen Bereich rein. Man sieht schon den bemoosten Pflasterstein. Hallo. Und hier haben wir hinter Gittern der Monsterknast. Und eigentlich müssten jetzt Spinnen spawnen. Spawnt! Na, kommt. Ah, eigentlich, die Fackeln waren vorhin eigentlich gut genug. Also, das Licht war eigentlich ganz gut. Die sind gespawnt. Moment. So. Jetzt aber. Enttäuscht uns nicht. Ja, bitte. Was machst denn du? Übrigens, durch so ein Doppelfenster können die durch, ne? Das weißt du. Jetzt hast du das. Ja, jetzt hab ich die Verantwortung hier schon wieder. Nein! Nein, hau sie! Ach so, war kein Doppelt, war nur eins. So, ja, hinter Gittern, der Spinnenknast. Und wenn wir hier weitergehen, dann sehen wir hier die Zombies. Hinter Gittern, der Zombie-Knast. Ja, hier kommt dann die Creeper-Höhle mit rein. Ja. Und als letztes auf dieser Seite wird dann Skelett, noch eine Skeletthöhle sozusagen kommen. Dieser Gang hier ist noch nicht bearbeitet, dieser Abschnitt. Da wird dann wieder so ein Übergang kommen. Und jetzt kommt Zahnfakes Lieblingsbereich, nämlich der... Nein, ich geh mal wieder. Rosa! Natürlich muss hier der Boden noch gemacht werden. Und ich denke mal, ein weißer Boden wird hier reinkommen, vielleicht von Quarz oder so. Und mit der Decke wird sowas Ähnliches passieren. Ja, und dann starten wir in den letzten Bereich. Der ist dann wieder ganz simpel mit Cobblestone und glattem Stein, während Sunfig an uns vorbei fegt. Juhu, und während ich dann hier noch 5 Stunden renne, schneller. Ich würde dir mal Fliegen empfehlen und an der Decke wackeln. Langleiten. Ja, aber dann können es extrem laggen. Ach so. Und letztendlich führt es uns wieder in unseren gebauten Tunnel, während das Bild gerade eingefroren ist. Mit Meer. Das habe ich ja damals im Creative gebaut, weil das ist ein Tunnel im Meer, den kann man nicht so einfach im Survival-Modus bauen. Bei dir sieht er jetzt ein bisschen eindrucksvoller aus, während bei mir gerade nur noch ein Frame ist. Ja, Moment, ich bleib mal stehen. So. Genau, jetzt geht's wieder. Juhu. Ja, und dann hinter der letzten Kurve erwartet uns natürlich, wenn die Lags aufhören. Das ist unglaublich, das müsstest du mal sehen, echt. Laufe ich bei dir vorwärts? Nein, du stehst. Gut. Alalalalalalala. So, jetzt, vielleicht laggt's ja auch so, weil du so vor mir rumhampelst. Hör mal auf, hier vor mir rumzuhampeln. Dann lauf mal weiter. Nee, hilft nicht. Aha. Mann, können wir jetzt mal zum Ende kommen hier? Wie lang ist denn der Scheißtunnel? Obwohl ihr das ja eigentlich alle schon kennt. Eigentlich kennen die Zuschauer den schon. Ja. Ja, aber ganz am Ende erwartet uns natürlich... Natürlich... Das immer noch verschlossene Enderportal. Bah! Während ich vor lauter Lägen in die Lava gesprungen bin. Finde ich toll. Weil ich's kann. Okay. Richtig. Boah, es geht... Nee. Das geht gar nicht. Nee, das tut mir leid. Da muss ich mal einen Cut machen. Ja, und hier sind wir auch schon wieder im Lager. Ja. Nach den Scheiße-Lags, die immer noch da sind. Ach man. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Lager. Das lässt sich jetzt halt nicht ändern für den Part. Das Sunfact praktisch die ganze Nacht umgebaut hat. Im Schweiß seines Angesichts. Da habe ich ja ehrlich gesagt wenig gemacht. Also wenn ihr das Lager scheiße findet, Sunfact war's. Nein, ich find's eigentlich sehr hübsch. Hör auf mich zu hauen. Mit diesem komischen Teil da. Das ist ein diamantener Redstone-Chipsatz. Ja, das wollen wir jetzt aber nicht wissen. So, erklär uns lieber deine Logik. Meine Logik? Du bist hier der Einrichter. Also meine Logik ist einfach dahinter, die ganzen Items mal ein bisschen auszusortieren, damit wir auch mal einen Überblick haben, was wir denn alle so in den Kisten rumfliegen haben. Ja, und das ist anscheinend nicht wenig. Das ist vor allen Dingen nicht
sehr wenig. Hier vorne, der erste Bereich ist mit Holz, also die vier Standardsorten Holz von Minecraft sind hier einsortiert mit Slabs und den Brettern. Und den Brettern. Dann kommen wir zu den Steinen, Erde, Sandstein, ja. Und UU-Materie. UU-Materie ist auch inzwischen rutscht. So, dann kommen wir zu den raffinierten, zu den gebrannten Erzen. Dann kommen wir zu den Glems, Stein oder Diamanten. Ja, Diamanten. Was haben wir noch? Diamanten, Lapis, Lazuli. Uran. Ja, musst du jetzt nicht alles vorlesen, man sieht ja was drin. Deswegen sind ja die Barrels da, jetzt müssen wir nicht mehr vorlesen. Genau. Redstone und hier dann die Pulver und, ja. Und Kohle. Koks. Und auf der anderen Seite der Kistenwahn, der wird nie ein Ende haben. Ein ganzer Stack, Ein ganzer Stack Kisten, wobei der zweite schon anfängt. Und ja, ich hau da mal welche rein. Ja, hier ist noch relativ leer und hier zum Schluss haben wir Gegner-Drop, wenn ich das richtig identifiziere. Was machen wir denn die Klauen hier? Die hab ich da reingepackt. Die gehören in die Kiste. Oh, Entschuldigung. Genau. Ja, obwohl hier immer noch 1000 Kisten rumstehen, nur mal so. Ja, aber diese beiden Kisten, also die Kisten, die hier vorne dran stehen, die sind separiert für die Themengruppe. Also Gegner-Drop. Und hier eine Kiste. Gegner-Drop auch mit. Trophäen, Creeper-Köpfe und so. Ja. Ja, was hier in der Mitte noch reinkommt, das weiß ich nicht. Was halt noch so anfällt an Plunder, ne? Genau. Essen könnten wir noch ein bisschen lagern oder Natursachen. Setzlinge, Seeds, Setzlinge. Das könnten wir machen zum Beispiel. Da habe ich ja hier eine Extrakiste. Ja. Ja, ihr seht auch den Tinkertable und den Zaubertisch hat es hier wieder her verschlagen. Bloß etwas versetzt. Ja, gibt's sonst noch Änderungen, die wir hier noch gemacht hatten? Eigentlich nicht, oder? Nee, der Raum ist größer. Ja, das hatten wir ja letzte Folge schon gezeigt. Genau. Ja, ansonsten baue ich jetzt fleißig am Tunnel weiter. Der Sandfact baut gerade einen Keller unter das Industriegebäude. Das zeigen wir euch dann aber beim nächsten Mal. Ja, dann wär's das für diesen Part, ne? Ja, dann sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Sorry für die Lags. So. Mit Mörchen geht es zu Ende. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit der Möhre. Mit der Möhre.